Peach gewünscht. Boing. Hallo, meine geliebten Freunde der Sonne. Warte, ich hab gesagt, wenn der neue Part beginnt, ne? Wir fangen damit an. Ich tue es jetzt, Regie. Oh nein. Und wir lassen uns jetzt richtig drauf ein. Wir haben richtig Bock, das zu lösen, okay? Wir kommen zum wir werden noch Themen raushauen, aber der Anfang wird on-topic, wie wir die Scheiße gelöst haben, ja? Detective Peach braucht on-topic. Sonst kriegen wir es, glaube ich, nicht hin. Die braucht unsere volle Aufmerksamkeit. Ja, ja. Da muss man nämlich denktechnisch, muss man richtig dabei sein. Das ist jetzt schlimmer als jedes Layton-Spiel. Ja, wo uns ein Punkt geklaut worden ist. Hätte eh nichts geändert. Nee, aber es war ein Punkt weniger. Es hat trotzdem nichts geändert. So, jetzt hier, Detektivin. Hallo, Detektivin. Ein guter Hilfsdetektiv kommt immer 5 Minuten zu früh und deshalb bin ich schon hier. Ich brauche deine Hilfe, weil sich ein Verdächtiger in der Stadt herumtreiben soll. Er geht wohl jeden Tag diese Straße entlang. Halten wir hier nach ihm Ausschau. Das heißt, jetzt einmal musst du... Warum rennt der, Ricky? Der rennt. Ich bin spät dran. Da ist er! Nee. Das wäre zu offensichtlich. Ah, ich hab vergessen, mich zu bemunden. Tut mir leid. Der sieht anders aus, also ist er böse. Ja, das wird mir hier gerade beigebracht, ne? Wenn er lila Hautfarbe hat, der ist erstmal schnell zu verdächtigen. Das ist ja weh. Er sagt, du sollst dich verstecken. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich war noch so in meiner... ich habe mich so drüber aufgeregt, was die hier machen. Was sagt er, wird sich da gleich wieder umdrehen? Ja, genau. Ich hab's doch jetzt hab ich's doch verstanden. Jetzt weiß ich's doch offensichtlich. Das ist immer so typisch, ne? Die Leute... jetzt weiß ich's ja. Alter, was ist denn sein Problem da gerade gewesen? Ich muss so nichts machen. Von daher passt schon. Nur das Herz mit, du hast schon ein Herz verloren. Ja, hätte ich auch gemacht, keine Sorge. Ich bin schon drauf gefreut, das Herz einzusammeln. Juhu! Der Plan läuft wie am Schnürchen. Die, ihr wisst schon was, ist bald bereit. Wir treffen uns im Versteck. Passt auf, dass man euch nicht folgt. Gibt also einen großen Plan, aber wo ist der Verdächtige hin? Wo ist der Verdächtige nur hin? Eine Pfütze. Das ist eine Pfütze. Hat es etwa vor kurzem geregnet? Ist das nur geregnet oder geregnet? Kommt drauf an, wie schnell ich gerade rede wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja. Hier liegen alle möglichen Dinge herum. Ob sie zu einer der Läden hier gehören? Geistesblitz! Machen wir mal, ne? Los, Peach, setz Geistesblitz ein! Boah, hast du auch eine bewegende Mülltonne bei dir zu Hause? Ja, wenn die Maden die wegtragen, klar. Ist es schon wieder so schlimm? Nein, muss ich sagen. Aber wir arbeiten dran, ne? Nein, Bollo, ich komm nicht wieder vorbei. Alles gut. Komm nicht wieder vorbei. Diesmal entwischt er uns nicht. Bestimmt nicht. Du musst, glaube ich, hinter dem Schild. Reicht, glaube ich. Oder? Oh, sei froh, dass du nicht in das Schild gegangen bist, Bollo, hab ich doch gesagt. Wie offensichtlich aber auch sich immer umdreht vorher. Ne? Guck, dreh dich einfach um mal. Die sind so dumm, immer die Superhelden, ne? Superhelden? Die super böse Wesen. Bösewichte. Die super böse Wesen. Dann kann man sich in der Tür verstecken können auch. Ja, ich sehe ihn ja trotzdem. Aha. Aber was ist denn jetzt da? Was ist denn jetzt. Was soll ich hier einen Geistesblitz raushauen? Wahrscheinlich einen Geistesblitz. Die Tür steht aber. Ach, guck mal. Ach so, oder kriegst du aber noch Münzen? Wir können ja mal Peach, jetzt hier nach möchte ich ganz gerne Peach mal umziehen. Wir gehen in das erste Geschoss und ziehen wir Peach mal was anderes an. Und den Ding auch. Man munkelt, dass sich hier irgendwo ein Banditenversteck befinden soll. Wahrscheinlich sind da Hinweise drauf, ne? Wir können jetzt die, ihr wisst schon was, fertigstellen. Treffen wir uns im Versteck. Okay, ja, wahrscheinlich die Fußabdrücke nachfolgen, ne? Waren da Fußabdrücke? Guck mal, wo Fußabdrücke sind. Ja. Der ist hier. Sag dir, was ist das hier? Im Kuli, ja, ja. Nee, das ist so ein Ding. Ach, das ist so ein Ding. Okay, ja, okay. Hm. Aber das haben wir mal auch gefunden. Mochtest du damals Detective Conan eigentlich? Ja, klar. Der müsste jetzt eigentlich schon wieder so alt sein, wie er damals, ne, geschrumpft worden ist und so. Ach, ich drücke mal. Ja, okay. Das ist eine Anime-Serie.
ja, schreiben da, die malen was, schreiben da ein Alter drauf. Ja, aber dann müsste jetzt offiziell. Ja, ich hasse, ich mag Realismus in meinen Anime-Serien. Das ja, geht doch nicht. Das geht doch nicht. Du, jetzt Konzentration. Ich fange mit der ersten Tür mal an. Gucken, da oben ist eine Blume drüber. Was steht. Blüht über dieser Tür. Ah, okay. Haben die uns. Warte mal, was stand auf den Dingern? Hatten wir irgendwo einen Hinweis? Nein, ihr wisst schon, was feststellen. Vielleicht mal so ein Versteck. Nee, gehen wir mal nach links, vielleicht irgendwo. Vielleicht finden wir da was. Links? Das ist rechts, oder? Ich meine, ich könnte auch einfach alle probieren, ne? Ja, vielleicht haben wir irgendwas hier, was uns auffällt. Sprecht doch mal mit den Leuten, vielleicht wissen die irgendwas. Meine Blüten lief kurz in den Wohnungen. Mein Mitwohner und ich sind. Okay, der wohnt in dem Blütenrelief. Das heißt, die Blüte ist schon mal weg. Ne? Genau. Mietshaus dort, die Straße runter. Vielleicht lädt er mich mal ein. Okay. Da habe ich jemanden gesehen. Ah, komm, wir versuchen einfach. Jetzt haben wir also, ist auf jeden Fall nicht die Blüte. Die Blüte ist es nicht, ne? Das ist wahrscheinlich die goldene Mitte. Nehmen wir einfach mal. Du musst B drücken. Ja, das ist nicht so einfach. Man drückt die ganze Zeit A und dann wollen die, dass man B drückt. Ja, man ist ja auch. Ist ja auch richtig. Alter, Wollo! Der schlauste Mensch der Welt. Easy. Würdest du sagen, du bist intelligenter als manche Menschen? Nein. So bin ich nicht drauf. Nein. Der Wollo ist immer ein zurückhaltender Mensch. Ich bin zurückhaltend, bescheiden. Die Bombe gesagt? Die haben uns erwischt. Und so viel Zeit weg. Setz den Platz vor den Zahn um. Rigi, mach mal was. Ach so, ja. Stehen bleiben, Polizei. Oh, das sieht nervig aus. So, was ist das denn da? Das ist der Plan. Das sieht wie eine Karte aus, ob das irgendwas mit dem Plan zu tun hat. So. Oh, ich will das jetzt nicht alles abdingsen. Ich will nicht. Platzieren an Glocke, Detonation, Mitternacht. Hier stand der Plan, aber man erkennt nur einzelne Wörter. Das wird rausgerissen. Na, ich würde sagen, ist das hier ist gemeint, ne? Ja, dann ist das. Wenn er sagt Glocke, ne? Ja. Jawoll, Alter, Wollo! Ja, das ist für Kinder halt nicht so. Ja, doch, da ist auch eine Glocke drauf. Also halt. Da ist schon. So, jetzt gehen wir zum Uhrenturm. Das ist aber auch krass. Danke, dass du uns wieder hier im Fall hilfst. Wir konnten bestätigen, dass drei Personen mit einer Bombe dieses Gebäude betreten haben. Wir gehen jetzt rein. Das sind Bomben! Aus einer Bombenfabrik! Ah, mit Johnny, das funktioniert jetzt. Der Witz. Ja. Ist eine SpongeBob-Reference. Ist das ja, halt nicht witzig. Findest du nicht witzig? Nö, überhaupt nicht. Kein bisschen. Apropos nicht witzig. Hast du so ein bisschen um Nickelodeon mitbekommen so in letzter Zeit? Ja, so viele Stütze soll man hier unbefugt abgeschreckt werden. Etwas übertrieben. Da steht, da ist eine 6. Jetzt habe ich so lange 9. Zahn angestarrt, dass mir schon richtig in den Kopf schwirrt. Ah, 6 soll man nehmen, aber hier ist nur der Jakobmann. Und die 9 ist abgefallen. Ja. Ne? Das ist quasi der. Das ist quasi verkehrt rum. Die 9 sieht aus, als würde sie gleich runterfallen. Geistesblitz. Das ist schon krass, oder? Dieser Dan Schneider, was für ein Arschloch das ist? Ey, ich habe da so einen Zusammenschnitt gesehen, ne? Und ich dachte mir auch nur so, what the fuck, das kann doch gar nicht. Das wäre mir auch nie aufgefallen, ne? Weiß ich nicht. Also das ist schon sehr explizit teilweise gewesen, ne? Also ja, wahrscheinlich so, wenn man es zusammengeschnitten sieht. Ja. Wenn es in der Folge wahrscheinlich dann so sieht, wie, weiß ich nicht, aber... Wie es wirklich immer um Barfuß wild, ging, ne? Und so ganz oft auch und so. Ne? Ja, krass. Barfuß waren die Kinder, ne? Dass die da ihre Zehen lutschen mussten und so. Ja, ja, schon verrückt. Also das ist schon ganz schön wild, tatsächlich. Digga. Da muss ich aber sagen, da finde ich auch gut, also ich... Dieser Jerry Trainer ist er, glaube ich, also der Spencer gespielt hat, der hat immer, das hat man auch in Dokumentationen gesehen und auch Videos noch weiter dazu, wird es ja nicht immer so auf lustig, aber trotzdem immer bestimmt zwischen den Kindern und Dan Schneider gegangen ist. Na gut. Also das, ja, ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Nee, ich hab's halt nur gesehen, diesen Zusammenschnitt und dass da halt was war, ne?
Ja, auch mit Brian Peck und so. Also das ist schon echt krank. Ich kenne die Namen alle gar nicht. Ich habe diese Serien ja auch alle gar nicht gesehen. Also mir kann keiner was vorwerfen. Ich konnte gar nichts mitkriegen. Nee, klar. Und ich war zu jung, als das lief. Tut mir leid. Ja, stimmt. Das sehen ja auch teilweise hauptsächlich nur so Kinder und Jugendliche. Ja, dass denen das nicht auffällt, klar. Ja, macht schon Sinn als eigentlich. Als Kind ist mir das nicht aufgefallen, gar nicht. So. Mittlerweile, wo ich das immer so, auch wie du sagst, schon sammelt, und sage, Bruder, weiß ich nicht, ob das muss, weißt du? Muss das? Nee, ich denke nicht, dass das muss, Rigi. Nee, das muss auf gar keinen muss, Fall. Das muss, denke ich nicht, nee. Nee. Heieiei. Ja. Weißt du, mit sowas will der jetzt über mich reden, während ich hier Prinzessin Detective Peach machen muss. Ja, tut mir leid, dass ich mich unterhalte. Ja, jetzt noch danach. Ich bin ja jetzt gerade ein bisschen konzentriert, weißt du? Ja, so, hier muss immer die Bombe sein. Dem habe ich jetzt wieder gar nicht richtig zugehört. Der wird uns doch bestimmt hier reinlegen. Die Bombe muss im obersten Stockwerk sein. Wahrscheinlich in der Glocke, wa? Ja, du musst aber Teile aufsammeln. Da im Zahnrad sind links Sachen und so, den hab ich schon gesehen. Da ist ein Ding. Da hängt ein Ding links. Aber wo gehört es hin? Oh, das mag ich jetzt gerade. Das finde ich schön. Ne? Das ist einfach, sagst du, ne? So kann man es auch sagen. So, das wäre die eklige Version davon. Ne? Aber ja. Haben wir es? Ja, du hast alle drei Teile. Das sind nur drei Teile. Das siehst du an den Strichen auf dem Ding, Wollo. Ach, guck. Ich wollte gerade sagen, du hast Unrecht. Nee, ich sah nach vier aus. Ich habe immer recht, weil ich kann ein Spiel für Vierjährige. Ja, okay, nicht schlecht. Habe ich Respekt vor. Da rechts liegt ein Ding, das ist der Boy. Ja, ach, ehrlich. Ja. Aber scheint egal zu sein. Das Zahl sind mehr Teile, aber so können wir es nicht verwenden. Wahrscheinlich im Schacht drin. Nicht in dem, ja, genau. Oh, warte mal. Ich habe da gerade was Offensichtliches gesehen. Da ist ein Schlüssel. Ja, du musst in den anderen Schacht. Ja, genau. Muss in den anderen. Das ist alles okay. Aber ich habe auch was Offensichtliches noch gesehen, was man vielleicht mal ansprechen könnte. Ach ja, den habe ich gar nicht gesehen. Deswegen. Während ich da rein bin. Ja. Ist es dir aufgefallen? Ist mir das so aufgefallen, ne? Ich meine, war ein gutes Versteck. Aber nichtsdestotrotz. Also diese Detective Peach-Sache ist diesmal auch gar nicht so schlimm wie die erste. Die erste war wilder. Nee, die sieht auch spaßiger aus. Das sieht wirklich viel, viel spaßiger aus als das davor. Ach, guck mal hier, perfekt. Kurz vor Ende. Okay. Achso, die öffnet den Schacht. Mit den Zahnrädern, was? Was? Du musst das Zahnrad da links rausnehmen. Das eine, was so golden aussieht, wo du was dich dreht. Und dann musst du es einmal tauschen. Hab ich noch nicht gesehen. Ich dachte, ich sag nichts, weil ich dachte, du kommst selbst drauf. Nee. Ich habe auch gar nicht verstanden, was die meinten. Die öffnen quasi den Schacht. Ach so, jetzt kenne ich das. Ja. Das ist das von da. Ja, genau. Ja, guck mal, ist alles ganz klar. So, das würde ich jetzt nicht machen an ihrer Stelle. Dich da draufstellen? Boah. Nee, sie auch nicht. Sie geht auch wieder zurück. Sie hat auch gar keinen Bock mehr. Sie sagt sich auch, nee, das ist mir zu gefährlich. Nochmal mach ich das nicht. Runter nachher. Das mach ich nicht. Weißt du, was ich immer interessant finde? Ich habe gerade OBS offen, ne? Ja. Und ich sehe immer, wie Tina, die kennst du ja auch, ne? Ja. Wie sie immer ausreichend Amazon bei mir eingibt, weil immer, wenn sie was über Amazon kauft, macht sie es über meinen Reflink. Das war dann deswegen schon reich, wa? Schön wär's. Schön wär's. Der Rick, die labert euch voll, das sag ich euch. Der labert euch voll, der sülzt. Der ist ein Rich-Ass-Motherfucker, der es aber nicht zugeben will. Rich-Ass-Motherfucker. So glaubst du, bin ich also, ja. Ich bin mir sehr sicher, ja. Oh, warte, ein Tut und irgendwas drin. Ja, nee, lass mal erstmal. Aber ich glaube ja immer noch, dass es hier mit, ne? In der Glocke drin ist, direkt. Ich kann da irgendwie nicht hoch. Aha. Guck mal, aber es ist auch schade. Guck mal hier, da oben steht A weiter, ne? Und unten dann B gedrückt, halt Geistesblitz. Das ist aber auch unintuitiv. Ja, aber langsam musst du doch mal gerafft haben. Nee, das ist so unintuitiv. Das geht gar nicht. Alter, was eine Fake-Scheiße.
So, wie schaffe ich denn jetzt? Ja, die Fußabdrücke. Du musst da irgendwie unten drunter. Nee. Glaub nicht. Beobachte mal Fußabdrücke. Wo gehen die hin? In die Mitte. Ja, ach! Die gehen hier so. Und die gehen hier hoch. Sie geht hier aber nicht hoch, Iggy. Dann sprech doch mal das Fragezeichen. Was sagst du da? Geht nicht. Jetzt geht's. Ja. Jetzt mach ich mal. Ne? Versuchen wir mal. Ja, jetzt will ich mal machen. Ja, das ist eigentlich zu offensichtlich, ne? Paulo, es ist ein Kinderspiel. Ja, aber das, ja, ich bitte dich. Das letzte war nicht so, also das wundert mich jetzt extrem, weil das ist ja auch das zweite davon. Das erste war ja gefühlt, da bin ich ja fast zusammengebrochen. Zusammengebrochen? So schwer war das. Ja. Ja. Weißt du Bescheid? Oh, guck mal, was macht er jetzt? Bringt er sich selbst? Oh nein. Nein, er bringt sie nicht um. Wie er fällt um. Oh, und ich dachte, der macht sie richtig. Ist ein Macher, aber ist doch nur ein Lacher. Schade. Oh, was ist denn gar nicht explodiert? Oh, Bruder, was bin ich hier spielend? Oh, es gibt Osterrabatte. Bei McDonald's? Nee, bei Amazon. Bei McDonald's. Ja, aber auch. Da habe ich Socken gekriegt letztens. Weiß ich. Daher wusste ich, dass da irgendwas sein muss. Da habe ich ja nochmal drauf, bin ich draufgegangen. Und dann stand hier App Schmap, ne? Aber die App funktioniert bei mir nicht. Ich hasse das. Wieso geht die App bei mir? Ich will mich da einloggen, ne? Dann kriege ich auch die Mail. Sie wollen sich von einem anderen Gerät aus anmelden, bestätigen. Dann bestätige ich das und ich komme trotzdem nicht rein. Und das passiert immer wieder. Hm. Ja. Deswegen, ich kann nicht mit der App sparen. Aber ich gehe trotzdem nach McDonald's natürlich. In der nächsten Situation, dass du das trotzdem mitsparen kannst. Ja, verstehe ich nicht mit der App. Das ist natürlich schade, weil App hast du so viele Coupons, die so viel billig machen wollen, ne? Ja, ja, die lassen mich aber nicht rein, weil die wissen, ich kaufe trotzdem. Das macht schon Sinn. Blöde Fotzen, ja, Alter. Lass uns mal bei dem Dicken da nicht gehen, ne? Wir haben ihn immer beobachtet, wenn er sich ihn runtergeholt hat mit dem Handy, Leute. Alles gut, wir haben... Danach hat er sich immer was zu essen geholt. Alles gut. Oh. Wir haben das Doppelkick gesehen. Nee, mein Doppelkinn sieht man ja Gott sei Dank nicht. Ja, ich traue mich auch auf gar keinen Fall, den Bart abzurasieren. Ne? Traue ich mich gar nicht. Aber ganz abrasieren auch nicht. Aber so, was du einmal gekürzt hattest, sah es richtig gut aus. Ja. Sah es wieder aus wie ein Mensch. Ja, als Maul. Halt selber das Maul. Will halt nicht aussehen wie ein Mensch, ne? Hast du eigentlich aber vor jetzt Kung Fu, ne? Erstmal haben wir Peach schon wieder nicht umgezogen. Nein, ich finde Kung Fu Panda nicht interessant. Was willst du? Scheiß auf Kung Fu Panda. Ja, aber gut, ist der Song. Hast du jetzt den Song gehört von Tenacious D? Baby, ja, den finde ich nicht so geil. Der, nee? Hier, Britney Spears ist das, ne? Cover? Ja, ja, genau. Ja, ich finde das Original viel, viel besser. Also, ja, tausendmal besser finde ich das. Boah. Nee, ja, okay. Nee, sehe ich anders. Kannst du auch ruhig anders sehen, ich aber nicht. Ich finde es deutlich besser. Hat mich nicht gecatcht. Aber was wolltest du jetzt eigentlich mit Kung Fu? Nee, das war das, was ich wollte. Wegen Kung Fu Panda, weil das Song von Kung Fu Panda ist. Kung Fu Panda, wusste ich so. Ja, das ist der Song von Kung Fu Panda, ja. Kung Fu Panda, Alter. Ich glaube, ich habe sogar einen Kung Fu Panda-Film gesehen. Die waren gar nicht so schlecht damals. Keine Ahnung, Kind. Ich erinnere mich halt nicht. Ich war ja kein Kind. Ja, du warst ja schon wieder 80 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja, eben. Deswegen, ich glaube, ich fand es nicht... Ja, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jetzt gedacht. Man hat übrigens, dass bei Wollo gerade geheiratet wird. Kirchenglocken hört man bei dir, Wollo. Ich höre die nicht. Du hörst die nicht? Du setzt mal kurz Kopfhörer ab, dann hörst du die auch. Ah, jetzt. Ja, ja. Ist das, weil gerade jemand heiratet? Ja, also jetzt müssen wir uns. Weil es 11:57 Uhr, ja. Das ist das 12 Uhr klingeln wahrscheinlich. Bei euch haben die 12 Uhr, aber Samstags doch nur, oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Geht bei euch Samstags um 12 Uhr auch die Feuersirenen an? Nein. Schon ewig, das gibt's doch gar nicht mehr, oder? Doch, bei uns gibt's das noch. Also hier in Friedrichstadt ist um 12 Uhr, bam, gibt's die Sirene. Echt? Ja. Also vielleicht gibt's die, aber ich höre die nicht. Tatsächlich. Hm. Ja, bist ja auch noch am Schlafen. Du bist ja auch lang. Nein, das nimmst du zurück.
Ich stehe immer relativ früh auf. Heute mal ausnahmsweise ein bisschen später. Aber das sei aber auch mal gegönnt, ne? Das sei einem auch mal gegönnt, ja, ja. Morgen ist ja frei. Morgen, wenn wir gleich noch zwei Pokémon aufnehmen können, irgendwie, boah, ist ja morgen auch frei. Boah. Naja, boah, ne? Teamgenerator regelt, ne? Teamgenerator? Ja, gehen wir noch hin. Bin auch bald durch mit dem Game. Ist auch mittlerweile. Ja. Leute, was haltet ihr von Abbrüchen? Sagt mal, erzählt mal. Nein, wir brechen. Wir brechen nicht ab, aber wir wollen mal wissen, was ihr davon haltet, so. Von solchen Leuten, die die Sachen abbrechen würden. Schreibt mal, wie scheiße ihr das findet. Ist okay. Ja, wie schön ist das so, wenn er. Und wenn nur fünf Personen sich denken, boah, das ist ein fertiges Pokémon-Let's Play. Das ziehe ich mir jetzt rein am Stück. Am Stück. Ich frage mich gerade, sind unsere Let's Plays eigentlich so Playlist-mäßig geeignet? Kann man sich da wirklich so 10 Parts am Stück von reinziehen? Also bei den Game Grumps früher, und ich find schon, dass wir die deutschen Game Grumps sind, ne? Ja. Nur nicht so das? Erfolgreich. Dass wir da schon echte, gute, doch. Auch Peach, finde ich, kann man sich gut hintereinander weg angucken. Man hat so einen Part, wo es noch geht, dann ist der eine Part, wo man sieht, boah, das Spiel ist scheiße. Und weißt du, das ist alles eine gute, gesunde Mischung. Das noch übrigens. Ich dachte, man kann da vielleicht rein. An anderen Leveln konnte man in solche Sachen rein, deswegen. Jetzt komme ich aber durch die Tür, jetzt können wir mal gucken. Was für ein Tritt. Molo. Ja. Ich muss dich was fragen. Ich habe überlegt, ich hoffe immer, dass mein Stuhl heute mal ankommt langsam, weil mein Rücken immer noch wehtut wie Sau, ne? Ja. Ich hätte überlegt, mir so einen Chefsessel, so einen Ledersessel. Weißt du, das wäre zu böse gekommen? Zu böse gekommen? So, Bruder, das kommt böse. Der kommt richtig böse. Du hast doch so eine Art Chefsessel jetzt gekauft. Würde ja, ich sagen. Schon. Ja, ja, aber das, ich habe nur einen richtig voll, aber der kostet 239 Euro. Ist richtig breit, oder? Ist auch richtig fette Menschen. Ich bin auch gut wie der Typ. Ich schick dir mal, ich muss dir mal in das Bild gleich reinschicken, ne? Ich finde auch das Bild witzig. Warte mal, schickst du mal in Discord ganz kurz rein? Kannst du Discord gucken nebenbei wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Doch, kannst du? Okay. Allein nur das Bild von dem Ding. So, rechts ein ganz dünner und links einfach so richtig fetter Mensch, so, weißt du? So richtig wir. Für mehr Komfort, für größere Größen. Unser andere. Alter, was sitzt da denn für. Das könnte ein Bild von mir aus dem Stream sein, wie ich in meinem Ding sitze. So, sonst genauso wie der da sitzt, ne? Habe ich mich auch immer gefühlt. Ja. Wenn ich da so drin gelegen habe. Richtig unangenehm. War mir richtig unangenehm. Und ich glaube, genauso fett sah ich auch aus. Oh mein Gott. Ich habe immer nicht so einen Stuhl, so einen richtig fetten Stuhl. Also richtig mich reinschlunzen. Das muss eigentlich jetzt aufs Thumbnail oder so, damit die Leute das sehen können. Ja, warte, ich schick das ihm. Ich schick das ihm. Ihm schickt es mir nicht. Aber ihm. Ihm schick ich das. Unser Mann fürs Grobe schicken wir das jetzt. Ja, den lieben Madjunk. Shoutout. Gerne in der Videobeschreibung einmal nachgucken. Der gute Madjunk. Das ist der unsere Thumbnails und unser Design gemacht hat. Vielen Dank dafür. Der hat auch viel mit uns zu tun, ne? Sag mal, dieses so. Leute, wo ist die Falken? Ich habe auch nicht ganz Nachtzeit. Ja, da kann ja nicht immer up to date sein, ne? Das erwartet der Mann. Ja, der kennt dich doch. Ja, das stimmt. Ich darf den doch jetzt nicht wirklich 100 so krass überraschen, oder? Nee, eigentlich nicht. Naja, bei mir, vorher war ich mir gesagt, Digga, wo ist mein Overlay? Ne? Digga, wo ist mein Overlay, mein neues? Wo sind meine Emojis? Ich war schon einen halben Tag drauf. Nee, so nicht. Also da hast du schon. Also ich bin ja froh, dass er das macht. Das ist ja auch ein guter, das ist ein sehr, sehr guter Mann, der das kann. Ja, irgendwann. Oh, Like Epic hat mir zurückgeschrieben. Und? Oh, nie Glück. Schade. Ja, ich sag mal, Karfreitag ist auch ein wilder Tag. Ja, es ist wirklich. Ja, es war aber das einzige Wochenende, wo irgendwie Nicole und Johnny und so Zeit hatten. Das war so das, wo die meisten Leute Zeit hatten, ne? Irgendwie. Mhm. Ja, gut, das ist halt so ein. Ja, ist Ostern ein Familiending bei euch? Nee, feiert ihr Ostern nicht. Überhaupt? Nein, überhaupt nicht. Also, ja, wir auch eigentlich nicht. Karfreitag war bei uns immer früher auf dem Dom, wo wir am Dom standen. Karfreitag ist ja auch zu, ne? Der Dom. Ja. Und da war immer dann so, okay, dann wollen wir erstmal tagsüber, keine Ahnung, unternehmen wir was mit den Jungs. Dann war irgendwie, keine Ahnung, gehen wir Hamburg Dungeon oder sind durch City gelaufen oder sind irgendwo ein Kino gegangen oder sowas.
Oder China, glaube ich, gar nicht. In Hamburg-Dansch hat auf jeden Fall aufgehört, mal Karfreitag, da sind wir hingegangen. Ganz oft. Und dann halt noch abends was trinken. Das war immer so ein, das ist ein freier Tag für uns gewesen. Das war irgendwie nie Familie. Das war immer so mit Freunden und sowas. Mhm. Ja, gut. Klingt doch ganz gut. Wo ich so überlege, früher war an Ostern... Ja, wobei, an Ostern haben wir eigentlich... Also, bei uns gibt es Ostern meist Osterfrühstück oder so, familientechnisch, ne? Diesmal gibt es halt an Karfreitag ein Familienessen. Übrigens kein Fisch, falls sich jemand fragt, Wollo. Ne, das ist natürlich die Frage. Isst du Karfreitag nur Fisch? Also kein Fleisch? Oder, also ich koche hier Currywurst-Pommes für den Tag. Ja, bei uns wird es so ein Gyros-Auflauf geben. Also da wird es auch natürlich kein... Ich glaube, dafür musst du auch ein bisschen Religionsglaube haben, um Karfreitag nicht Fisch zu essen. Ich glaube tatsächlich, da halten sich auch Leute, viele dran, die jetzt nicht so... Ja, aber es kommt ja aus dem Glauben. Geh doch einfach weiter, Wollo. Geh doch einfach weiter. Wusste nicht, ob das geht, weiterzugehen. Es wirkte so, als würde das nicht gehen. Immer so knapp mit den Lebens, ne? In diesem Spiel ist schlimm. Und war ein Herz, hab ich genau gesehen. Das ist wirklich schlimm. Bitter nötig. Alter, wie gut. Das schaffst du jetzt ja wohl, oder? Ich weiß ja nicht, wie man die besiegt. Das hätte ich ja vorher lernen sollen, habe ich ja nicht. Hätt's mal gelernt. Wahrscheinlich ausweichen. Der falsche Knopf. Aber also war auf jeden Fall irgendwie so ein... Oh, guck mal, war auf jeden Fall ein Stern. Das hat funktioniert. Gerade noch so. Boah, komm immer mehr, Wollo. Komm immer mehr. Konfu. Ich sag dir Folgendes, wenn nochmal so ein Typ kommt, habe ich verloren. Das ist das Ding. Doch nicht. Ich mach's zurück. Aber man kann bis zu 5 Herzen haben, ne? Ja. Ja. Auch noch mit. Schön. Alter, Schubidai ist das. Das ist schon ein bisschen Schubidai-Croissant. Wo kann sein, die machen gar nichts, damit man hier schön... Alter. ...in die Moves gehen kann, ne? Alter, der Wollo. Krank. Einfach krank. Der eine spielt noch. Gamer-Skills. Nennt man das. Gamer-Skills. Das kriegt ihr nicht so hin, ne? Aber deswegen mache ich es ja für euch, Leute. Keine Sorge. Ja. Guter. Ist ein richtig guter, der Wollo. Er kann das richtig gut. Er wird es auch belohnt für seine Technik. Digga, das Level hört auch nicht auf. Das waren jetzt zwei sehr, sehr lange Level. Und das meinten die im Review auch. Manche Level sind halt wirklich super kurz. Und dann hast du solche. Die halt ultra lang sind. Achso, ja. Ach, warte. Okay, ich hab mir. Ich glaube, du musst dann drücken. Okay, und irgendwann schafft man es dann. Kamehameha. Sind ja gerade ein bisschen am Tacken. Boah, jetzt Tacken grad... spielen, das wär's. Boah, jetzt Kinder hab ich glaube ich auf PlayStation 1 oder PlayStation 2 habe ich für Tacken gehabt, aber ich war halt nie gut. War halt Kind, ne? Zu dem Zeitpunkt. Ja. Und. Kabams, Alter. Nice. Hast du mal einen nicer Dicer besessen? Nein. Hast du generell? Aber ich hab dieses, wo man dran zieht. Ja, das hab ich mit auch. So einer Schnur, so wie. Und dann zerschneidet der dein Kram. Und ja, das reicht mir auch eigentlich, muss ich sagen. Funktioniert sehr gut. Was schneidest du damit? Gar nichts. So. Aktuell nichts. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ich koche ja nicht. Also wenn ich koche, ist es halt nur Röst die Tüte auf oder halt die McDonalds-Tüte aufmachen. Das ist halt leider momentan mein Kochen. Übrigens, der Nerdy hat gerade was getweetet, was ich interessant finde. Aha. Habe mir für mein Render Race Geld, ne? Ja. Jetzt eine Massageauflage geleistet für mein Gaming Chair. Ach, guck. Das sagt eine Menge aus, besonders weil ich mich tierisch drauf freue. Ja, das fühle ich. Das ist auch sehr, sehr gut, Nerdy. Kannst du dich drauf freuen. Da geht dir richtig einer ab. Das kann ich dir schon sagen. Gut, Leute, das war es von Prinzessin Peach Showtime. Im nächsten Part kommt der nächste Boss und dann die nächsten 400 Level. Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis dann und ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.